Ja, sehr schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Webinar und ich schalte gerade mal unsere Teilnehmer. Jetzt sind wir aber auch da. Ich sehe auch, es dauert auch immer ein paar Minuten nach der angekündigten Zeit, bis die entsprechenden Teilnehmer da sind. Wir haben heute sehr, sehr viele Teilnehmer. Ich denke auch insbesondere wegen des hohen Interesses und wegen unserer Partnerschaft mit Wikifolio, auf die wir heute im Einzelnen mit Ihnen zu sprechen kommen wollen. Unser Webinar heute, der Zeitgeist macht den Unterschied. Das ist immer unser Titel für unsere Webinare. Aber heute geht es insbesondere um Wertsteinzeitgeist auf Wikifolio handelbar. Dazu wollen wir Ihnen heute etwas erzählen. Wir haben uns dafür ungefähr eine Stunde Zeit genommen. Wir versuchen, etwas schneller durchzukommen. Wir haben viel Stoff heute für Sie und wollen dabei deshalb durchaus zügig durchgehen und insbesondere auch Ihre Fragen beantworten. Wer ist heute bei Ihnen? Ich habe es gerade schon gesagt. Nikolaus Nikolaus von Wikifolio. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Dr. Stefan Klotz, Senior Portfolio Manager bei uns bei Wertstein. Schönen guten Abend auch von mir aus München. Und mein Name ist Felix Röschhausen. Ich bin einer der Gründer von Wertstein und werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Ich darf Sie noch kurz auf die Technik aufmerksam machen, wenn Sie hier diese Zoom-App heruntergeladen haben. Und das haben ganz viele von Ihnen getan, wie ich sehe. Da sehen Sie im unteren Bereich ein Ordner mit Q und darunter steht F und A. Und das F und A steht für Fragen und Antworten. Und ich bitte Sie, dies rege zu nutzen. Wir werden da immer reinschauen. Da können Sie Ihre Fragen hineinschauen. Wir sehen diese Fragen und wir werden die Fragen dann für Sie im Laufe dieses Webinars beantworten. Gut. Wertstein, ein digitaler Vermögensverwalter. Ich habe Ihnen mal eingeblendet, was zwei unserer Kunden uns geschrieben haben, wie gut sie sich bei Wertstein aufgehoben fühlen. Und das hoffe ich natürlich, dass wir Sie davon auch überzeugen können. Entweder mit der Wertsteinvermögensverwaltung oder mit dem Wertstein Wikifolio, Zeitgeist Wikifolio, würden wir wohl sagen. Ich möchte aber gerne auch noch mal etwas weiter ausholen und wir würden gerne ganz zu Anfang mit Ihnen erstmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich das Problem der meisten Anleger? Und was wir mal gemacht haben, ist aufzuschreiben, die fünf größten Fehler, die wir bei privaten Anlegern immer wieder sehen. Und den ersten haben wir schon eingeblendet, auf den richtigen Einstiegszeitpunkt warten. Stefan Klotz, was hat es denn damit auf sich? Ja, wir erleben es immer wieder, dass Kunden oder Interessenten investieren wollen, aber immer dran denken, letztes Jahr waren die Kurse noch tiefer, hätte ich doch letztes Jahr gemacht und dann wollen sie gerne warten, dass die Kurse mal wieder so richtig runtergehen und dann erst einsteigen. Und erfahrungsgemäß funktioniert das fast nie so richtig gut. Entweder kommen die Kurse gar nicht mehr runter oder man traut sich dann nicht mehr. Und deswegen ist eben unsere Empfehlung, just do it. Wenn Genau, man wir haben Ihnen dann natürlich, wir wollen Ihnen nicht nur die größten Fehler auch aufzeigen, sondern dann auch schon sagen, was kann man denn dagegen tun? Und was kann man dagegen tun, Stefan Dorf? Ja, also sich einfach einen Plan machen. Am wichtigsten ist, sich zu überlegen, welchen Teil des Vermögens man wirklich griffbereit haben muss. Was man so schon sagt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, ja, dass man die bezahlen kann. Und was eben wirklich langfristiges Vermögen ist. Und das langfristige Vermögen, mit dem sollte man einfach auf Renditejagd gehen. Das heißt, ist also in renditeträchtigen Wertpapieren, in Aktien anlegen und den Rest, den packt man eben auf Tages- oder Festgeld. Man könnte hier klassischerweise auch sichere Anleihen nennen als eine Möglichkeit eines Parkplatzes, aber bei dem jetzigen Zinsniveau ist man eigentlich mit Tages- und Festgeld meistens besser auf. Genau, okay. Kommen wir zum Thema Nummer zwei. Da geht es um die Streuung. Genau, also wir stellen immer fest, dass wir immer sehr, wenn wir uns Depots anschauen von Kunden, dass die in sehr wenigen Aktien investiert sind. Und oft können wir sogar an dem Depot schon sehen, was für einen Beruf der Kunde hat. Denn er kauft ein paar Aktien von Unternehmen, die er eben kennt und ist dann eben vielleicht mal in einer Branche und oft nur in einem Land vertreten. Und eben auch hier ist eben die Empfehlung, man darf es sich nicht zu einfach machen,
sondern wenn man eben Gründe hat, in ein bestimmtes Unternehmen zu investieren, sollte man sich eben immer überlegen, was ist denn eigentlich die These, warum glaube ich, dass es gut ist, diese Aktie zu haben. Das sollte man sich erstens aufschreiben, damit man in 6 oder 12 Monaten auch noch weiß, warum man es getan hat. Und man sollte zweitens mit diesem Grund dann eben auch andere Aktien finden. Denn letztlich, egal wie gut begründet der Kauf einer einzelnen Aktie ist, das Risiko bei einem Unternehmen, dass da irgendwas schiefgehen kann, dass es dort der Kurs bei dieser einen Aktie einbricht, ist eben einfach sehr groß und das kann man einfach nicht im Griff haben. Deswegen hilft es nur, wenn man eben seine Jetons verteilt, wenn man mehrere Aktien hat oder am elegantesten, man kauft eben gleich ETF, soweit das thematisch passend und möglich ist. Ja, und warum eigentlich 10 Aktien? Dazu kann ich vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Das ist erstmal zu der Investment-These, die werden wir auch beim nächsten Thema gleich noch mal sehen, warum man sich die merken sollte. Und bei 10 Aktien, das bedeutet natürlich, wenn Sie es dann einigermaßen gleich verteilen, nicht eine extreme, schiefe, sage ich mal, Allokation zwischen diesen dann wählen, und sie deutlich über 10 Aktien sind, das heißt dann, dass keine Aktie über 10% sind. Und diese 10% sind für die Portfolio-Manager immer so ein bisschen ein magischer Wert. In der Tat ist es so, zum Beispiel, wenn Sie einen Investmentfonds auflegen wollen als Anlagegesellschaft, dann ist eben eine der Regeln, die diese Investmentgesellschaft dafür einhalten muss, dass kein einzelnes Instrument da drin mehr als 10% aufmachen darf. Das ist eine regulatorische Regel. Aber das ist jetzt eben nicht nur ein Gesetz, sondern es ist eben auch die Erfahrung der Portfolio-Manager. Diversifizierung fängt dann an, tatsächlich den Namen zu verdienen oder Streuung, wie man ja so schön auf Deutsch sagt, wenn ein einzelner Titel nicht mehr als 10% ausmacht. Und daher eben umgekehrt, wenn Sie 10 Aktien, mehr als 10 Aktien gefunden haben für ein bestimmtes Thema, dann sind Sie ganz gut gestreut darin. Aber schauen wir uns das dritte Problem an, Gewinne nicht sichern. Stefan Kurz. Ja, das ist eben etwas, was so ganz fest in der menschlichen Natur ist. Wenn eine Aktie gut läuft, dann findet man die natürlich toll, ist stolz drauf, dass man diesen super Kauf getätigt hat und will sich nicht davon trennen. Andererseits, wenn es anders läuft, wenn es erstmal schief geht, wenn der Kurs absackt, dann will man sich natürlich das nicht eingestehen, dass das jetzt irgendwie nicht so gut war und sagt, ja, das wird schon noch und jetzt warte ich eben einfach mal, der Kurs wird sich schon wieder erholen. Und damit ist man eigentlich immer genau, macht man eigentlich immer genau das Falsche. Man sollte einen Gewinn mitnehmen, wenn eben die Story aufgegangen ist. Ja, deswegen ist es eben auch so wichtig, sich zu notieren, zu dokumentieren, warum man eine gewisse Aktie gekauft hat, weil man dann irgendwann auch sagen kann, okay, ich habe die Aktie gekauft, weil sie günstig bewertet war. Jetzt hat sie 60% plus gemacht, jetzt ist sie nicht mehr günstig bewertet. Also sollte ich die Gewinne mitnehmen, sollte verkaufen. Oder mir eben die Frage stellen, warum hat denn meine Aktie 20% minus gemacht? Vielleicht, weil das Geschäftsmodell eben nicht funktioniert. Man muss sich das mir eben auch eingestehen und auch mal Verluste realisieren. Man wird es nie schaffen, mit allen seinen Käufen nur Gewinne zu machen. Wichtig ist einfach, dass es unterm Strich, wenn man eben alles schön gestreut hat, dass man da eben mehr Gewinne als Verluste gemacht hat. Das ist das, was man schaffen sollte. Und eben einfach auch mal schmerzhaft Augen zu und Verluste realisieren, wenn die Gründe einfach nicht mehr passen, die man sich aber kaufen will. Ja, und das vielleicht doch mal, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf. Sie sehen ja hier beide Spiegelstriche hier fangen an mit, wenn nicht mehr gültig. Ja, wenn nicht mehr gültig, dann müssen Sie etwas tun, nämlich dann müssen Sie verkaufen. Wenn Sie sich an Ihrer Investmentthese hin weiterhin orientieren wollen. Und das Rational der Investition zu ändern, während man angelegt ist, ist auch ein gern gesehenes Verhalten, führt aber dazu, dass man sich eigentlich dann die Welt schönredet und das Ganze sehr, sehr schwierig wird. Also das heißt tatsächlich eben auch, wenn man sieht, das Investmentrational, das geht nicht mehr, das war vielleicht auch mal von vornherein falsch, ja, dann muss man daran denken, es müssen ja nicht alle Investmentthesen aufgehen, sondern nur die mehr als die Hälfte oder der größere Teil davon. Dann sind sie schon gut unterwegs. Und eben zu verkaufen, wenn man dadurch Verluste realisiert, das ist etwas, wo wir sehen, dass ganz viele Anleger sich davor scheuen und dann tatsächlich auch irgendwie Lust verlieren am Anlegen. Und dann haben sie ein Portfolio, das einfach nicht mehr gut läuft. Was ist denn der vierte Fehler? Was man nicht kennt, kauft man nicht. Genau, das hängt da so ein bisschen zusammen mit der fehlenden Streuung. Die Anleger kaufen eben gerne das, was sie kennen. Deswegen finden wir in den Depots deutscher Kunden ganz viele Titel aus dem DAX. Und man findet eben ganz viele Aktien eben aus Branchen, in denen sich die Kunden auskennen. Aber das bedeutet eben, dass man viele Chancen liegen lässt, dass man eben
nicht die ganzen Chancen der weltweiten Aktienmärkte nutzt, weil man eben regional viel zu eingeschränkt ist. Wie gesagt, die meisten deutschen Anleger kaufen deutsche Aktien und noch US-Aktien, die man so kennt, eben Apple, Facebook, solche Dinge. Wir finden fast nie japanische Aktien in Depots von Kunden oder auch aus Schwellenländern finden wir ganz wenig. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man sich von vornherein klar macht, dass eigentlich die ganze Welt das Anlageuniversum ist. Alle Branchen, alle Länder. Und dass man eben dann nicht nur kleine Ausschnitte daraus nimmt. Und da ist eben auch wichtig, dass man so aus seiner, heutzutage sagt man ja, aus seiner Filterblase rauskommt. Ja, also man hat dann vielleicht irgendwie ein Anlegermagazin, an was man sich über die Jahre gewöhnt hat. Man sollte mal gucken, ob dieses Magazin auch wirklich breit eben über die ganze Welt, über alle Branchen hinweg berichtet oder ob da nicht doch irgendwie immer nur Facebook, Apple und Siemens thematisiert werden. Ja, und eben bei ganz vielen deutschen Zeitschriften zum Beispiel eben der DAX rauf und runter. Und dann sich überlegen, ob sie da nicht wirklich tatsächlich Chancen auf dem Markt lassen. Und der fünfte Anlegerfehler, den haben wir zusammengefasst unter der Überschrift, nicht auf die Kosten achten. Ja, also wenn wir mit Interessenten sprechen, die bisher ihr Depot selber gemanagt haben und fragen, was kostet ihnen eigentlich eine Transaktion, ein Kauf, ein Verkauf einer Aktie, dann weiß die Mehrheit gar nicht mal die Größenordnung von diesen Kosten. Und das haut oft eben ganz schön rein. Und gerade wenn man da sehr aktiv ist, ist es manchmal so, dass man vielleicht unterm Strich eigentlich schon erfolgreich wäre, aber den Erfolg, den man hätte, den streicht dann eigentlich die Depotbank ein durch die Transaktionskosten. Und man muss sich da eben, das ist auch wieder etwas, was Mühe macht, aber die Kosten, die können an vielen verschiedenen Ecken lauern. Wir haben hier einfach mal ein paar Beispiele aufgeschrieben. Wenn man aktive Fonds hat, die sind manchmal überraschend teuer. Also gerade wenn man so die ganz bekannten Fonds nimmt von den Fondsmanagern, die auch immer wieder in der Zeitung stehen, die kosten meistens über 2%. Allein schon mal nur die laufenden Vorkosten für das Management. Also da muss man dann wirklich eben schauen und sich eben auch ehrlich überlegen, ist es das wert? Mache ich da wirklich so eine gute Rendite, dass es diese Kosten wert sind oder kann ich eben eine ähnliche Anlage auch kostengünstiger realisieren? Manchmal ist es so, dass es eben auch teure Kosten des Produkts wert sind, aber man sollte sich eben mal ganz klar die Frage stellen, ob das auch wirklich so ist. Wunderbar. So viel zu den fünf größten Fehlern privater Geldanleger. Und jetzt wollen wir Ihnen mal zeigen, was wir und Wikifolio gemeinsam denn tun, damit wir Ihnen dabei helfen können, vielleicht diese Fehler auch zu vermeiden. Auf die Auswahl kommt es an. Haben wir die nächste Folie überschrieben? Und was meinen wir damit? Was wir Ihnen hier mal geplottet haben, ist auf der einen Seite eine weltweite Benchmark, den kennen Sie vielleicht alle, MSCI World, und dann sogenannte Zeitgeist. Was die Zeitgeist sind, das erläutern wir Ihnen jetzt gleich. Wir bei Wertstein suchen Investmentthemen aus, Trends, von denen wir glauben, dass sie ein höheres Wachstum versprechen als der breite Markt. Und auf der einen Seite haben wir dort Zeitgeist-Investments zusammengefasst, in die wir mit ETFs investieren können. Und dadurch ist man da natürlich relativ breit, typischerweise mit 100 Aktien oder mehr, in einem bestimmten Thema investiert, Beispiel Biotechnologie, da finden Sie einen schönen Index. Aber bei Wertstein gehen wir noch weiter. Wir suchen auch Aktien aus, für die es keine ETFs gibt. Einen spitzeren Trend sozusagen, und hier erinnern Sie sich auch wieder, was wir vorhin über das Thema Steuern gesagt haben. Hier haben wir uns zur Regel gemacht, Aktien auszuwählen, die mindestens 10 Stück bis zu 20 dann ein solches Thema ausmachen. Und das nennen wir hier auf dieser Grafik die Einzelaktienzeitgeist. Und wenn Sie mal sehen, wie im Verlauf der Zeit, stückweise sind hier dann weitere dieser Zeitgeist hinzugekommen, die Performance gelaufen ist, Sie sehen, es ist dann ganz eindeutig, die Einzelaktienzeitgeist über den Zeitraum, die bei weitem höchste Performance erwirtschaftet haben. Wenn man spitzer im Markt ist und genauer aussucht, dann hat man natürlich auch eine Möglichkeit, mehr Performance zu generieren. Ich zeige Ihnen jetzt hier nochmal, wie diese neuen Einzeltitel-Zeitgeists, die wir bisher im Angebot haben, seit ihrer Auflage, das Datum sehen Sie immer unten links, kumuliert performt haben. Und da sind dann natürlich erstaunliche Werte dabei, wie der Kampf gegen den Zucker, 67,5%. Wir gehen gleich auch noch mal ein bisschen
näher darauf ein. Aber vor allem möchte ich jetzt die Chance nutzen, hier auch nochmal die Überleitung zu Digifolio zu machen, weil wir haben uns dann irgendwann gedacht, ja, es gibt ja auch Kunden, die möchten nicht unbedingt in einer Vermögensverwaltung in ihr Geld investieren, sondern sehr, sehr viel selber machen. Aber wir haben viele Anfragen bekommen, wie kann ich denn in den Kampf gegen den Zucker oder die Reise ins All fahren ohne Fahrer etc. investieren. Und deshalb haben wir uns mit Digifolio an dieser Stelle zusammengetan und diese Zeitgeist über Digifolio als Zertifikate investierbar gemacht. Und jetzt würde ich gerne überleiten zu Nikolaus Nikolsius von wikifolio.com. Ja, erklären Sie uns doch mal, wie eigentlich Wikifolio funktioniert. Was ist denn das? Ja, sehr gerne. Also Wikifolio selbst, wir sind eine Social Trading Plattform, wo man eben unterschiedlichsten Handelsstilen oder eben dann so spannend wie bei euch auf ganz spezielle Trends oder Zukunftstrends setzen kann. Und ich glaube, das ist für viele Anleger ja eines der wichtigsten Themen dann auch jetzt abgesehen von diesen 5 klassischen Fehlern. Und ich muss auch sagen, ich habe mich hier bei dem ein oder anderen Fehler hier selber wiedererkannt. Aber dann die nächste spannende Frage ist ja, worauf kann man denn setzen oder was sind spannende und gute Trends? Und da muss ich eben sagen, finde ich die Kooperation mit uns extrem spannend und freue mich auch, dass ich jetzt hier das ein oder andere Wikifolio herzeigen darf. Ich wechsle vielleicht auch ganz kurz den Bildschirm jetzt. Ja. Ich hoffe, man kann meine Folien jetzt soweit sehen, beziehungsweise jetzt auch im Vollbildmodus. Ja, also Investments in Zukunftstrends mit Wertstein. Ich starte immer so ganz gern mit ein paar Zitaten und ich habe jetzt eins mitgebracht hier von Brian Tracy. Und das ist halt wirklich ein Zitat, also lernen Sie von den Experten, Sie werden nicht lange genug leben, um alles selber herauszufinden. Das ist halt wirklich so ein perfektes Zitat, das passt sowohl auf Wikifolio ideal, weil wir ermöglichen eben, dass man unterschiedlichen Experten über die Schulter schauen kann und gerade bei Wertstein eben da auch auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen kann und eben auch, was ich so spannend finde, wenn wir uns dann die unterschiedlichen Zeitgeists ansehen, ihr habt ja da wirklich extrem interessante Trends auch mitgebracht. Da bin ich selber jetzt schon gespannt, das genauer zu hören. Also, erste Zitat, lernen von den Experten. Man muss nicht alles sich selber erarbeiten, sondern kann hier durchaus auf die Expertise zurückgreifen. Und das Zweite, da habe ich eben von euch den Herrn Keating mitgebracht, der ja gesagt hat, wir leben in einer Welt der technologischen Beschleunigung. Alles ändert sich schneller und radikaler als je zuvor. Wer jetzt mit dem Zeitgeist investieren kann, kann eben außergewöhnliche Renditen erwarten. Und ja, da bin ich eben gespannt, wenn wir uns das jetzt gleich ansehen. Vielleicht grundsätzlich zum Konzept von Wikifolio. Also wie gesagt, wir sind eine Social Trading Plattform, wo man unterschiedlichsten Handelsstilen folgen kann. Und was uns aber auszeichnet oder auch unterscheidet von anderen Social Trading Plattformen bei uns, ist alles offengelegt, also wirklich alles völlig transparent. Das heißt, man hat jederzeit die Möglichkeit, alle Portfolio-Positionen, Trades und Kommentare zu sehen und die Kommentare, das ist dann eben auch eine Möglichkeit, wenn eben sich zum Beispiel in der Branche was verändert oder man auch zu den einzelnen Aktien etwas dazu sagen möchte, da sind die Kommentare eben eine sehr beliebte Funktion auch bei unseren Usern oder potenziellen Anlegern, damit man eben mit denen dann auch kommunizieren kann. Ja, und damit haben halt bei uns die Anleger eben dann die Möglichkeit vom Wissen der Trader beziehungsweise im euren Fall Vermögensverwalter eben hier zu profitieren und man kann eben sehr leicht dann über ein börsengelistetes Produkt folgen. Ich habe auf der nächsten Folie hier im Wesentlichen diesen Kreislauf einmal dargestellt, wie so ein Produkt zustande kommt. Also bei uns auf Wikifolio, das, was wir jetzt als Wikifolio Trader bezeichnen, kann eben ein privater Trader sein, könnte aber auch ein Medienunternehmen sein oder eben ein professioneller Vermögensverwalter. Und der stellt auf Wikifolio ein Musterdepot. Das kann man sich wirklich so vorstellen, wie im Prinzip bei einem Broker ein virtuelles Account, so ein Testkonto. Und da beginnt man mal im Prinzip mit dem Handel. Und wenn dann 3 Kriterien erfüllt sind, also man braucht 21 Tage Track Record, mehr als 10 Vormerkungen und 2.500 Euro vorgemerktes Kapital, dann kann man grundsätzlich das Produkt auch investierbar machen und wird eben von unserem Partner, der Lang und Schwarz, dann auf dieses Musterdepot ein Indexzertifikat emittiert.
Ja, und das machen wir, damit dann eben sehr leicht, also muss man dazu sagen, diese Indexzertifikate werden an der Börse Stuttgart gehandelt. Das heißt, jeder, der einen klassischen Aktienbroker hat, ich habe ja einige exemplarisch eingeblendet, also Beispiel Aktienkonto bei einer Comdirect, da kann man dann eben sehr einfach dieses Indexzertifikat dazu erwerben und macht dann eben dieselbe Performance, die dann auch der Trader macht, beziehungsweise dann auch der Zeitgeist von der Performance macht. Da kann man sich eben hier sehr leicht dran beteiligen. Und wir selbst sind also rein Informationsplattform, wo man sich jederzeit eben die unterschiedliche Performance-Entwicklung ansehen kann, beziehungsweise eben dann die Kommentare dazu lesen kann auch und weitere Informationen dann auch zu, vielleicht wie gesagt, zu Branche, zu Markt oder zu neuen Produkten erhalten kann. Ja, und ich freue mich eben heute auch über die Kooperation. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen. Ist ja eine ganz spannende Sache oder die große Frage, auf welche Zukunftstrends setzt man denn überhaupt oder was wären mögliche spannende Themen? Ihr bündelt die sozusagen zu einzelnen Zeitgeist eben und die Bandbreite, ich habe es hier kurz angeteasert, reicht also vom Kampf gegen Zucker über autonomes Fahren bis hin zu Weltraumtechnologie, also unterschiedlichste Themen. Und ihr bündelt ja diese Aktien dann eben zu den sogenannten Zeitgeist und die stehen eben jetzt auch als investierbare Wikifolios zur Verfügung. Ein Hinweis noch vielleicht in eigener Sache. Wir haben vor, jetzt grob einen Monat her, haben wir einen Blog drüber geschrieben, wo wir auch die Kooperation ein bisschen erläutert haben. Also da können User dann gerne zu uns in den Blog schauen und dann findet man unter dem Titel Gesünder Leben auf dem Mars, investieren in Zukunftstrend, einen sehr schönen Blogbeitrag, wo man hier auch ein bisschen mehr drüber nachlesen kann. Ja, und jetzt gibt es also aktuell 4 investierbare Wikifolios und es folgen ja jetzt auch einige in Kürze. Jetzt aktuell 4 spannende Themen und ja, da sticht ja vielleicht so der Kampf gegen Zucker oder die Weltraumtechnologien stechen so ein bisschen heraus. Und das war es im Prinzip von meiner Seite und ich bin jetzt eben gespannt, wie ihr auf diese Zukunftstrends gekommen seid und dann auch, wie sich diese Zeitgeists eben zusammensetzen. Ja, wir werden dann gerne jetzt gleich in der Folge Ihnen auch über jeden Einzelnen in dieser Zeitgeist ein bisschen mehr erzählen. Wie sind wir denn auf die Zeitgeist gekommen, Stefan Klotz? Fällt das vom Himmel? Ja, im Grunde ist es so, dass wir eigentlich ständig versuchen, Ohren und Augen aufzusperren und zu schauen, wo tut sich denn etwas. Das kann bei uns hier im Portfolio-Management von Wertstein sein oder eben auch, wir haben ja das Wertstein-Institut angeschlossen, geführt vom Charles Keating, wo wir von internationalen Experten eben auch Hinweise bekommen, hier in dem Bereich tut sich was, schaut euch das mal an. Also Kampf gegen Zucker, das ist ja momentan der Zeitgeist mit der besten Performance. Das war in der Tat so etwas, das ist eigentlich so beim berühmten Gespräch an der Kaffeemaschine entstanden, dass wir damit draufgekommen sind, dass eben eigentlich gesünder Leben etwas ist, was eigentlich jetzt so in der Gesellschaft immer mehr normal wird, immer mehr zum Thema, dass man sich eben darüber auch unterhält und dass es dafür eben auch Angebote gibt. Und Stevia ist ja als Zuckerersatz jetzt im Kommen. Das war so der Kristallationspunkt, mit dem alles anfing. Und dann haben wir da mal angefangen, drüber nachzudenken und haben eben festgestellt, dass sich in dem Bereich ganz viele Dinge tun. Ich nehme da gerne als Beispiel die Weight Watchers raus. Das ist ja eigentlich ein uraltes Unternehmen, über 50 Jahre alt. Und der Geschäftsmodell besteht ja eigentlich darin, ihren Kunden das Händchen zu halten, um ihnen halt zu helfen, die Disziplin zu wahren, wenn sie versuchen abzunehmen. Und dieses Händchen halten hat man früher eben über Veranstaltungen gemacht, über Briefe, all diese Dinge. Und jetzt ist es eben so, dass zu diesem gesellschaftlichen Trend des größeren Gesundheitsbewusstseins eben auch die technologischen Möglichkeiten dazukommen. Und deswegen so ein fast ein bisschen altbacken wirkendes Unternehmen wie Weight Watchers hat es geschafft, die Möglichkeiten der Digitalisierung optimal für sich zu nutzen. Man kann ja eben heutzutage dem Kunden dann quasi online über die Schulter schauen, ob er sich an seine Diätpläne hält und kann ihm halt direkt dann ein Lob, hast du gut gemacht, jetzt hast du dir auch was verdient, schicken. Also man stellt eben fest, dass der Kontakt zwischen Weight Watchers und seinen Kunden
jetzt viel enger ist, damit auch die Abnehmerfolge der Kunden größer sind. Und die Weltwatchers-Aktie, die ist in den letzten Jahren geradezu exportiert, die hat sich vervielfacht. Ich glaube, ist da nicht auch Oprah eingestiegen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Ganz, ganz genau, ja. Das war recht medienwirksam, das hat im Plus nochmal einen Punkt gegeben, genau. Ja, aber das zeige ich mal, wenn so jemand einsteigt, dann muss das eben auch etwas sein, was jetzt auch wieder hip ist und eben nicht mehr so angestaubt, wie es noch vor 5 oder 10 Jahren es ist. Es ist ja, glaube ich, ganz interessant. Ich meine, dieser Fitness-Trend, wenn ich so denke, in den USA, der ist ja schon ein bisschen früher aufgekommen, aber ich glaube, so bei den Lebensmitteln und so, da kam dieser letzte Boom, also der kam eigentlich jetzt eher in der näheren Vergangenheit, sage ich mal. Also von daher vielleicht dieses Thema Kampf gegen den Zucker und so, das könnte auch sicherlich noch ein Thema sein, was uns weiterhin auch begleitet, oder? Ja, wir glauben, dass da schon noch jede Menge Luft drin ist, sozusagen in dem Thema. Es ist ein schönes Beispiel, vor allem auch deshalb, weil wir eben hier mit diesem Zeitgeist-Konzept sehr, sehr schnell reagieren konnten. Wir sehen, dass das in der Presse natürlich viel bespielt wird, das Thema. Wir sehen aber eben auch, dass der Markt und die Kunden hier entsprechend reagieren, dass mit Stevia Zuckerersatzhersteller auf dem Markt sind, die dort einen sehr, sehr großen Erfolg haben. Und schnelle Reaktionsmöglichkeit eben hier mehrere Aktien auszuwählen, die sehr, sehr spezifisch auf dieses Thema einzahlen, das ist das, was das Zeitgeistkonzept auszahlt. Wir haben vorhin ausführlich über Streuung gesprochen. Und die Streuung ist hier nicht nur über 10 Firmen, die alle sehr ähnlich sind, sondern Sie sehen, dass es hier Firmen sind, die auch durchaus sehr unterschiedlich sind. Also wir haben hier sogar Ersatzhersteller dabei, Weight Watchers als einen Serviceanbieter, aber eben auch Technogym, die Fitnessgeräte herstellen. Also wir versuchen auch in einem Zeitgeist immer mehrere Segmente, zum Beispiel Segmente der Wertschöpfungskette darzustellen, Zulieferer versus Endkundenbetreuer etc. Oder eben auch Unternehmen in verschiedenen Industrien, auf die derselbe Trend aber einzahlt. Das ist, glaube ich, hier das Erfolgsgeheimnis. Und das Ganze können wir uns auch mal anschauen für ein weiteres Thema, Batterietechnologie. Auf unserer Webseite heißt das Thema ja die Renaissance der Batterien, so ist der Artikel überschrieben. Und eine echte Renaissance ist das, weil eigentlich waren ja die Batterien schon ausgestorben. Und wir haben auch schon von dem einen oder anderen Kunden den Hinweis bekommen, dass das, was wir hier eigentlich meinen, nicht Batterien sind, sondern Akkus. Naja, jetzt bin ich auch Physiker und als Physiker kann man das durchaus Akkus auch als spezielle Sorte von Batterien bezeichnen, ja, und vor allem ist es im englischen Sprachgebrauch natürlich auch so, da gibt es nur das Wort Batteries. Also, das ist das, was wir meinen, aber das, was wir früher so kannten, diese Batterien, die waren eigentlich schon völlig ausgestorben und jetzt erleben sie einen riesigen Boom. Warum? A, wegen dieser ganzen kleinen Geräte, die wir immer mit uns herumschleppen, aber auch wegen dieser großen Geräte, die demnächst uns herumschleppen sollen, nämlich die Elektroautos. Und da ist also auch jede Menge Bewegung im Markt. Stefan Klotz, vielleicht hierzu zu diesen Firmen was, noch ein paar Kommentare. Ja, also was man auch hier wieder sieht, ist das, was Felix Röscheisen gerade schon auch erklärt hat für Kampf gegen Zucker. Wir nehmen nicht nur einfach irgendwie 10, 15 Aktien, sondern wir achten immer sehr darauf, dass die aus verschiedenen Segmenten kommen. Das heißt, was haben wir jetzt hier? Wir haben zum Beispiel mit der BYD und der Panasonic haben wir Unternehmen, die tatsächlich eben Hersteller sind von Akkus oder Batteries. Wir haben aber eben auch mit Tesla ein Unternehmen, was eben diese Technologie vor allem eben auch anwendet, wobei da die Grenzen fließend sind. Also die BYD ist inzwischen auch in dem Bereich Elektroauto unterwegs. Tesla stellt jetzt auch selber Akkus her. Aber da achten wir eben schon drauf, dass wir eben in der ganzen Kette, in der ganzen Wertschöpfungskette vertreten sind. Jetzt, was wir hier jetzt keinen Namen drauf haben, ist zum Beispiel eine Merck, die eben wie andere Unternehmen eben auch die Technologie zur Verfügung stellt, um neue Arten von Akkus herstellen zu können. Also die Chemieindustrie ist da auch ein wichtiger Spieler in dem Zusammenhang. Wichtig sind auch die Hersteller von elektronischen
Bauteilen, die dann eben auch dafür sorgen, dass sozusagen die Power, die grundsätzlich da mal gespeichert wird, dann auch möglichst verlustfrei dann genutzt werden kann. Also auch hier sieht man, dass es eben immer wichtig ist, das Thema in seiner ganzen Breite abzubilden. Und da stecken wir sehr viel Mühe rein in diesen Prozess, dass wir dann da eben Unternehmen aus der ganzen Wertschöpfungskette haben. Denn man kennt das ja so aus der Betriebswirtschaft. Manchmal in einer Branche sind es mehr die Zulieferer, die die Gewinner sind. Woanders sind es mehr die Anwender. Uns ist es eigentlich egal. Ja? Also wir setzen Unternehmen aus der ganzen Kette ein und wer da ein bisschen mehr und ein bisschen weniger davon profitiert, ist egal. Hauptsache der ganze Trend geht eben in die erwartet steigende, wachsende. Und vielleicht auch ein spannendes Thema, gut, weil ihr die Tesla da drauf habt. Ich muss ja zugeben, ich bin großer Fan der deutschen Automobilindustrie und war es natürlich so ein bisschen wehmütig zu sehen, dass man hier diesen Batterietrend so ein bisschen spät aufgesprungen ist. Aber wenn ich jetzt so die nächsten Jahre in die Zukunft schaue, also ich glaube, sowohl von Audi über Mercedes, da kommen schon einige spannende Elektroautos auch von den etablierten Deutschen dann zu uns. Also es könnte sicherlich auch dort dann allein aufgrund dieser Entwicklung hin dann noch ein sehr großer Bedarf an guten Batterien und Akkus. Akkus müssen wir sagen. Da könnte sicherlich noch ein sehr großer Bedarf dann kommen, oder? Definitiv, ja. Also wir schauen natürlich bei dem Zeitgeist auch immer, wie die Entwicklung weitergeht. Und also das könnte auch mal sein, dass wir diesen Zeitgeist dann umbauen, neu starten, dann mit einer anderen Zusammensetzung. Wir haben ja vorhin bei den 5 Anlegerfehlern eben ja auch gesagt, man muss dann immer sich überlegen, ob es noch so passt, wie man es ursprünglich hatte. Das machen wir natürlich bei unseren Zeitgeist-Portfolien auch laufend. Und das, man sieht eben, wie dynamisch dann gerade eben auch solche Zeitgeist-Themen sein können. Und dann kann es eben auch durchaus mal sein, dass es wichtig ist, da hier auch nochmal der Hinweis vielleicht von mir. Alle Instrumente, Titel, die in diesem Zeitgeist enthalten sind, finden Sie auch auf unserer Website. Da sind wir genauso transparent wie Wikifolio und auch bei den Wikifolios finden Sie das natürlich auch nochmal. Ist nicht ganz typisch für Anbieter, dass man das so offen legt. Gucken Sie sich gerne an auf unserer Website. Unter Zeitgeist finden Sie für jeden Zeitgeist einen Artikel, der dieses Investmentrational beschreibt und eben auch ein schön produziertes Video dazu, sodass Sie auf angenehme Art und Weise sich über so ein Thema vertraut machen können und auf den Sie dann eben auch, mit welchen Aktien wir das abgebildet haben. Um vielleicht ein bisschen schneller zu gehen, ein anderer Hinweis wollte ich noch geben, stellen Sie uns auch gerne Fragen und eine Frage ist eben jetzt genau reingekommen. Hier fragt ein Zuschauer, in welchem Zeitraum wird das Portfolio eines Zeitgeists aktualisiert, sprich Aktien raus und neue reingenommen? Die darf ich vielleicht gleich selber beantworten. Wir setzen die Zeitgeist selbst als sogenannten Index auf. Das bedeutet, wir managen die Zeitgeist nicht aktiv, sondern die Zusammensetzung, mit der wir starten, für diese läuft dieser Zeitgeist. Die Lebensdauer eines solchen Zeitgeists sehen wir mit so etwas wie mindestens 18 Monate, 3 Jahre, kann auch mal länger sein. Unser Konzept ist dann eher zu sagen, dass wenn ein Zeitgeist gelaufen ist, dass wir ihn dann sozusagen einstellen und mal gucken, ob der dann in einer neueren Zusammensetzung vielleicht anderweitig Sinn macht. Wie wir natürlich reagieren müssen, ist bei M&A-Aktivität, also dann, wenn eine Firma eine andere aufkauft, dann sehen wir natürlich nach, passt die überhaupt jetzt noch in das Investmentrational rein oder hat jetzt Google irgendwie Tesla gekauft und dann hat man eigentlich eine völlig andere, völlig anderes Investmentrational dahinter, dann tauschen wir das natürlich aus. M&A wäre jetzt ein Stil oder ein Ereignis. Gibt es andere Kriterien für euch auch, wo dann doch im Index dann der ein oder andere Titel ausgewechselt wird? Also wenn sich sonst vielleicht das Geschäftsmodell zu stark verändern würde oder so? Oder gibt es da andere Regeln noch, dass ihr sagt, der würde rauskommen und durch einen anderen ersetzt werden? Das ist natürlich so, wenn ein Unternehmen ein Geschäftsfeld komplett verlässt zum Beispiel, ja, dann würde man wahrscheinlich dort dieselben Regeln drauf anwenden. Haben wir jetzt in diesem Zeitgeist, den wir zusammengebaut haben, noch nicht gehabt. Der typische Fall, den wir häufiger sehen und von dem wir eigentlich auch als Maß dafür nehmen, dass wir irgendwo richtig unterwegs ist,
ist, dass wir häufig sehr, sehr viel M&A-Aktivität sehen in den Firmen, die wir auswählen. Also das heißt dann schon, das ist für uns ein Beweis, hier passiert was, weil in dem Markt, der sehr, sehr stark wächst, eben genau auch viele Übernahmen stattfinden. Und das sehen wir in unseren Zeitgeist-Portfolien relativ häufig. Ich habe jetzt hier gerade Fahren ohne Fahrer eingeblendet. Im Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell da durch und wir würden dann auf den letzten Zeitgeist, den wir jetzt mit diesem Folio auch direkt investierbar gemacht haben, in die Weltraumtechnologie auch nochmal eingehen. Stefan Klotz, zwei, drei Sätze zu Fahren ohne Fahrer. Ja, da kann man gerade noch anschließen. Der erste Name, den man hier sieht, Aptiv, das ist eine Abspaltung von Delphi, einem globalen Automobilzulieferer. Da sieht man eben, dass die M&A-Aktivität sozusagen auch in die andere Richtung gehen kann. Wir haben das öfters, dass sich Unternehmen aufspalten und dann eben genau dann den dynamischen Teil, den wir in der Regel in dem Zeitgeist ja auch verfolgen, dass wir dann den sogar noch passgenauer verfolgen können. Das war bei der Aptiv der Fall. Continental, die ja viele nach wie vor nur als Reifenhersteller wahrnehmen, die sind auch gerade dabei, sich zu reorganisieren, um eben auch den Bereich nach vorne zu schieben, der eben das autonome Fahren unterstützt. Deshalb, da haben wir eben klassische Automobilzulieferer, wir haben aber eben auch mit der Sensata zum Beispiel einen Spezialisten für Sensortechnik, was ja ganz offensichtlicherweise für autonomes Fahren eben auch eine große Rolle spielt und dieses Unternehmen wächst da sehr stark durch dieses Thema. Okay, so viel zu dem Fahren- oder Fahrerthema. Jetzt kommen wir zum Weltraumtechnologie. Das ist ja, wir haben unseren Artikel dazu die Reise ins All genannt. Und das ist ganz toll. Wie kann man denn da eigentlich investieren? Oder was gibt's da? Das ist natürlich ein Thema jetzt für groß gewordene Jungs. Ja, also für mich ist ja auch noch Weltraumfahren wirklich das ein großes Abenteuer. Aber Weltraum wird eben einfach immer mehr zum ganz normalen Geschäftsmodell. Treiber ist vor allem nicht nur, aber es sind eben Satellitentechniken. Und da hat man eben einen Satellitenbetreiber wie die Eutelsat. Da haben wir Firmen, die Satelliten eben auch bauen bzw. den Zusammenbau managen. Und wir haben aber natürlich auch Hersteller, die Antriebe machen, also wie Aerojet Rocketdyne. Die haben schon die Antriebe für die Apollo-Raketen gemacht, mit denen man ja auf dem Mond gelandet ist, aber sind eben da nach wie vor aktiv dabei, entwickeln gerade den Antrieb für die neueste Versorgungsrakete für die ISS-Raumstation. Aber was ich auch mal erwähnen möchte, ist die Avio. Das ist ein italienisches Unternehmen, gerade in diesen Zeiten, wo so ein bisschen das Gerücht aufkommt, dass in Italien überhaupt nichts mehr funktioniert. Also die Avio sind ganz, ganz innovativ beim Raketenbau. Die setzen jetzt nicht mehr Metall als Werkstoff ein für die Raketen, sondern Kohlefaserkonstruktionen, was genial ist, weil natürlich gerade bei Raketengewicht eine unglaubliche Rolle spielt. Und wenn man die gleiche Festigkeit mit dramatisch weniger Gewicht hinkriegt, dann ist es im Prinzip so, wie wenn man mit einem Automotor plötzlich Motorrad fahren kann. Also diese Raketen haben offenbar eine ganz andere Dynamik. Das wird jetzt gerade ist also aus dem Testbetrieb heraus. Also hier zum Beispiel auch ein ganz, ganz spannendes Unternehmen, was Teil dieses Zeitgeistes ist. Und ja, also dann dem werden wir noch lange Freude haben. Ich wollte ja, auch wunderbar. Sagen, wahrscheinlich noch ein Trend, der uns auch noch eine lange Zeit begleiten wird. Ich glaube, wenn ich jetzt auch nur kurz an Tesla nochmal denke, die haben ja auch so ein bisschen Gerüchte gehabt, sie wollen so bemannte Raumfahrten machen und ich glaube, das ein oder andere Statement von Trump, gut, das geht vielleicht wieder so in ein bisschen Satellitenbeobachtung bis hin zur Rüstungsindustrie, weiß ich noch nicht ganz, aber da dürfte es auf jeden Fall einige Entwicklungen auch geben, oder? Ja, das ist ja dann nicht Tesla, sondern SpaceX und das ist genau eben keine börsengelistete Firma und das war eigentlich auch der Ausgangspunkt unserer Überlegung hier. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, das sind die Unternehmen, die diesen Markt hier extrem umkrempeln gerade und sind drei Milliardäre mit drei Firmen, die das machen und der geneigte Anleger, typischerweise vor allem der Kleinanleger, kann da nicht investieren. An solche Club-Deals kommt man typischerweise nicht ran und da war eben unsere Idee, wie kann man das denn trotzdem investierbar machen und eben hier die Zulieferer und diejenigen Firmen, die von diesen drei Pionieren in der Weltraumtechnologie und der Weltraumbranche profitieren werden. Jetzt sind noch drei Fragen reingekommen, vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr über Ihre Fragen. Die erste richte ich mal an den Stefan Klotz.
Die zweite werde ich selbst beantworten und die dritte geht dann vielleicht an den Nikolaus Nigolzius. Fangen wir mal an, Stefan Klotz. Gibt es bei Ihren Wikifolios einen Zielrichtwert an Gewinn im Jahr? Ich habe es jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Zielrichtwert für? An Gewinn im Jahr. Also haben wir ein Performance-Ziel für unsere Zeitgeist oder Wikifolios? Also dass wir uns irgendwie vornehmen, zum Beispiel 30% plus zu machen im Jahr, das tun wir nicht. Was wir haben, ist einen gewissen Zeithorizont, der typischerweise zwischen 18 Monaten und 5 Jahren liegt und wo wir eben sagen, wir denken eben aus verschiedenen Gründen, dass dieses Thema sich in dem genannten Zeitraum deutlich besser entwickeln sollte. Das heißt, dass die Unternehmen aus diesem Bereich schneller wachsen oder zumindest eben ihre Gewinne deutlicher steigern können als der Gesamtmarkt. Das ist eigentlich unser Ziel, das Ziel, was wir uns setzen und was wir eben auch immer wieder überprüfen, ob wir diese These immer noch für realistisch halten. Was allerdings natürlich schon sein kann, ist, dass ein Thema populär wird und dass dann die Kurse sehr weit laufen. Und da könnte es dann schon mal sein, dass wir sagen, die Kurse sind da vielleicht der Realität schon vorweggelaufen und dann nehmen wir da die Gewinne mit, weil wir gar nicht mehr so die Perspektive. Und das läuft dann wieder unter Überschrift Gewinne mitnehmen. Ganz genau. Nikolaus Nikolzius, eine Frage eines Zuschauers hier. Fallen bei Wikifolio-Gebühren an, wenn Aktien gekauft oder verkauft werden? Nein, also im Wikifolio selbst, wenn sozusagen ein Wikifolio-Trader oder ihr Umschichtungen vornehmt, man zahlt, ich sage mal so salopp, den rein börsengehandelten Spread. Da muss man dazu sagen, bei Euwax-Titeln schafft das die Lang und Schwarz extrem knapp, bei ausländischen Titeln ist der Spread vielleicht ein Tick höher, aber man zahlt eben keine eigentlichen Transaktionskosten im Wikifolio. Zu den Gebühren allgemein, es gibt auf das Wikifolio dann schon zwei Gebührenkomponenten. Das eine ist eine Zertifikategebühr, die kostet bei allen Wikifolios 0,95% pro Jahr und eine Performancegebühr, die kann man eben frei einstellen in einem Bereich zwischen 5% und 30%. Und bei den Wertsteinen Zeitgeist betragen sie 5, kann man vielleicht noch. Genau, das kann man dazu sagen. Ja. Und jetzt habe ich die dritte Frage, hoffentlich nicht die letzte, wenn Sie noch uns weitere stellen. Die Frage lautet, wer legt fest, wann ein Zeitgeist geändert oder geschlossen werden soll, wird dies veröffentlicht. Die Entscheidung trifft der Wertsteinanlageausschuss, der sich jeden Monat trifft. Der Anlageausschuss von Wertstein, können Sie auch auf unserer Webseite nachlesen, ist eben unter der Leitung vom Giles Keating, der lange Jahre lang auch der Chefvolkswirt und Deputy Chief Investment Officer von der Credit Suisse war, also 30 Jahre lang Erfahrung auch in diesem Geschäft hat. Stefan Klotz, also der Senior Portfolio Manager, ist natürlich auch mit dabei. Und in diesem Anlagekomitee treffen wir diese Entscheidungen hier, um das vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer zu beleuchten. Jeden Monat sehen wir jeden einzelnen Zeitgeist an, wie der performt hat. Schauen uns insbesondere an, mit welchen Aktien dort welche größere Bewegungen hatten, welche besonderen Ereignisse es da gab und überprüfen wirklich jeden Monat, ob auch die Investment-These noch stimmt. Gleichzeitig, das ist ein bisschen ein Vorgriff auf unser nächstes Kapitel, auf das ich dann aber auch gleich gerne überleiten möchte, gleichzeitig entscheiden wir im Wertsteinanlageausschuss auch die Zusammensetzung des Basisportfolios und ich denke mal, dann ist es aber eine geniale Überleitung und dann gehen wir mal auf unsere nächste Folie. Nämlich das Wertsteinangebot hatten wir Ihnen vorhin schon gezeigt, diese Folie, haben wir jetzt erweitert. Jetzt haben wir ausführlich gesprochen über Wertstein Zeitgeist als Wikifolio-Zertifikate hier in dieser linken Box. Gestartet sind wir mit unserem originalen Angebot Anfang diesen Jahres mit dem Angebot, das Sie in der Mitte sehen, nämlich das Wertstein-Vermögensverwaltungsangebot, in dem Sie Zeitgeist und das Basisportfolio miteinander kombinieren können. Und wir verwalten dieses Portfolio dann letztendlich als Ihren Vermögensverwalter. Was wir auch neu seit letzten Monat eingeführt haben, ist ein sogenannter Autopilot. Und den Autopilot können Sie nutzen dann, wenn Sie die Auswahl der Zeitgeist in Ihrem Portfolio gar nicht selbst vornehmen möchten, sondern auch dies von unserem Anlageausschuss als Vorgabe übernehmen wollen. Und das ist ein echter Autopilot in dem Sinn, beim Autopiloten kann der Pilot nämlich immer übernehmen, und zwar wann immer er will. Ganz wichtig beim Autopiloten. Und so ist das auch. Also auch wenn Sie den Autopiloten eingestellt haben und Sie wollen dann gerne was anderes machen,
dann tun Sie das einfach. Und das ist letztendlich das Wertsteinangebot, über das wir jetzt in den nächsten Minuten noch mal ein bisschen sprechen wollen, also zur Vermögensverwaltung zu kommen. Und jetzt war eben genau, vielen Dank auch für diese Frage, die hätte mir wirklich nicht besser ins Konzept passen können. Was ist das Wertsteinbasisportfolio? Ja, im Wertsteinbasisportfolio, das nennen wir eigentlich die neutrale Anlage, da legen wir Ihr Vermögen im Rahmen der Wertsteinvermögensverwaltung breit gestreut an, in Aktien und Anleihen so aufgeteilt, dass wir das Risiko, das Sie uns als Vorgabe beim Start der Vermögensverwaltung gegen Ihnen managen können. Der Trick ist jetzt eigentlich hier, dass wenn Sie einen Zeitgeist auswählen, also sagen wir, Sie möchten gerne, wenn Sie bei uns in eine Vermögensverwaltung investiert sind, Sie möchten dann gerne in Weltraumtechnologie investieren. Hier kommt dann tatsächlich auch ein Algorithmus ins Spiel. Dann optimieren wir tatsächlich einen Tausch der Aktien dieses Zeitgeists gegen eine Komponente des Basisportfolios in Aktien. Und teilweise erhöhen wir dann den Anleihenanteil eben auch, um letztendlich Ihr Portfolio weiterhin im Risiko zu belasten. Das ist das spezielle Wertsteinkonzept. Wertstein als digitaler Vermögensverwalter muss man vielleicht auch nochmal erläutern. Eine Vermögensverwaltung ist ja ein eigener Tatbestand, wie das die Aufsicht sagen würde, eine eigene Finanzdienstleistung, in der wir eben den Auftrag von Ihnen bekommen, einen bestimmten Teil Ihres Vermögens in Ihrem Namen und Ihrem Interesse für Sie anzubieten. Ganz wichtig dabei ist eben zu verstehen, dass das so ist, wir legen Ihr Vermögen in Ihrem Namen an, aber es ist nicht so, dass das Vermögen an uns übertragen wird, sondern bleibt immer Ihr Eigentum. Eine individuelle Vermögensverwaltung war traditionell erst ab Anlagevolumen von 1 Million Euro möglich und der digitale Weg erlaubt es uns natürlich, dass jetzt eben ab bei Wertstein einer Anlagesumme von 20.000 Euro schon für Sie zu tun. Sie bekommen dafür ein professionell gemanagtes Portfolio, für das wir zu jedem Zeitpunkt, an jedem Tag verantwortlich sind, dass das auch in Ihre zu dem Risiko passt, das Sie ausgewählt haben. Obwohl Sie, das sehen Sie auf dieser Seite, eben auswählen können und individuell Vorgaben machen können, welche Zeitgeist oder aus welchen Komponenten Ihr Portfolio denn bestehen soll. Wie sicher ist Ihr Geld in der Wertsteinvermögensverwaltung? Sehr, sehr sicher. Es ist eben Ihr Depot, das auf Ihren Namen lautet. In Deutschland ist das ein sogenanntes Sondervermögen, das eben auch nicht angetastet wird durch die Bilanz einer Bank etc. Also auch die depotführende Bank, die Baderbank, sollte es die mal nicht mehr geben, was wir alle nicht glauben, dann wird Ihr Depot trotzdem nicht angetastet sein. Und da gibt es auch jedes Jahr wie Wirtschaftsprüfer, die so etwas dann auch tatsächlich überprüfen, ob die Prozesse dann entsprechend eingehalten werden, wie es das Gesetz vorsieht. Und es gibt natürlich auch ein Verrechnungskonto, das ist einlagengesichert nach der deutschen Einlagensicherung und der Einlagensicherung des Bundesverbands der deutschen Banken. Dadurch, dass das Vermögen gar nicht an den Vermögensverwalter übertragen wird, sondern eben in Ihrem eigenen Depot liegt, hat das sozusagen auch keinen Einfluss, wenn mit uns irgendetwas passieren sollte, was wir uns nicht vorstellen würden. Wir haben auch über die Kosten vorhin gesprochen. Was sind denn also die Kosten der Wertsteinvermögensverwaltung? Traditionell sind die Kosten einer Vermögensverwaltung doch durchaus etwas höher und können auch eins der Probleme der Vermögensverwaltung darstellen, vor allem dann, wenn man relativ stark in Anleihen investiert sind, weil man kein so großes Risiko eingehen möchte und eben die Renditen da nicht so hoch sind. Bei Wertstein zahlen Sie eine gesamte Gebühr inklusive der Gebühren für die Baderbank von 0,85% im Jahr, eben für Vermögensverwaltung. Konto und Depotführung bei der Baderbank und alle Wertpapiertransaktionen. Und diese 0,85% verringern sich sogar auf 0,35% pro Jahr für Anlagebeträge über 100.000 Euro. Wir haben auch vorhin über Drittkosten gesprochen, von Fonds. Die gibt es natürlich bei ETFs auch. Und in unserem Konzept haben Sie ja gesehen, bestehen die Zeitgeists entweder aus ETFs oder Einzeltiteln. Und hier gibt es eben dann eine Mischung, deshalb kann man hier nur einen typisierten Wert anlegen, je nachdem, was Sie denn oder welche Zusammensetzung Sie denn in dem Portfolio haben wollen. 0% Drittkosten für Zeitgeist aus Einzeltiteln
bei einem typischen ETF so ungefähr 25 Basispunkte, 0,25%. Und wir haben mal angeguckt, was so unsere Kunden typischerweise an Mischungen haben. Und da kommt man so auf einen typisierten Wert von 0,15%. Jetzt bekomme ich eine weitere Frage rein, die dort lautet, ist die Wertstein-Vermögensverwaltung direkt bei Wertstein oder bei Wikifolio? Ja, die Wertstein-Vermögensverwaltung ist ein Angebot von Wertstein selber. Wir sind ein Vermögensverwalter, lizenziert nach § 32 Kreditwesengesetz in Deutschland. Also das bedeutet, wenn Sie eine Wertstein-Vermögensverwaltung abschließen, dann machen Sie mit uns einen Vermögensverwaltungsvertrag und können dann sozusagen im Rahmen dieser Vermögensverwaltung auch Zeitgeist ihrem Depot hinzufügen. Gut, jetzt komme ich auch schon langsam zum Ende. Wie werden Sie Kunde einer Wertsteinvermögensverwaltung? Auf unserer Webseite können Sie das alles online tun. Wir sind ein digitaler Vermögensverwalter. Das bedeutet, es sind drei wesentliche Schritte, wenn Sie diesen Online-Prozess durchführen. Sie müssen Ihre Risikoklasse festlegen, machen Sie das gewissenhaft. Wir haben Ihnen auch vorhin in der ersten Frage gesagt, überlegen Sie sich tatsächlich, auf welchen Anlagezeitraum Sie denn investieren wollen, wie stark Ihre Aktienquote sein sollte. Dann müssen Sie Fragen beantworten, die ganz typisch und gesetzlich vorgegeben sind zu Ihren persönlichen Verhältnissen etc. Natürlich Ihre persönlichen Daten angeben. Der wesentliche weitere Schritt ist aber eben dann die Identität online nachzuweisen. Das können Sie mit unserem Partner iGenau tun, direkt am Computer oder mit Ihrem Smartphone. Da halten Sie einfach Ihren Ausweis in die Kamera. Es interviewt Sie ein netter Agent. Die sind wirklich sehr nett. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Und dann sind Sie eigentlich in 15 Minuten mit diesem Prozess durch. Das, was dann am längsten noch dauert, ist tatsächlich, dass das Geld auf dem Konto und dem Depot von der Baderbank ankommt. Das dauert dann 2 oder 3 Werktage. Und sobald das dann da ist, können Sie Zeitgeist auswählen. Entweder selbst oder eben den neuen Autopilot anschalten. Ja, und wie geht's weiter, Nikolaus, Nikolaus? Ja, perfektes Stichwort. Wir haben ja vorhin schon die 4 einzelnen, also die 4 jetzt investierbaren Wikifolios gesehen. Und jetzt, das sehen wir eh schon schön eingeblendet, es kommen 5 weitere dazu. Ja. Bin auch schon gespannt. Also eHealth sicher ein großes Thema. Weiß nicht, wollt ihr vielleicht noch kurz was zu eHealth oder tierische Freunde sagen? Auf jeden Fall haben wir hier 5 spannende weiteren Themen, die, ja, wann werden sie denn investierbar? Da muss ich fast die Frage zurückgeben. Ja, wir hoffen eigentlich jetzt Ende des Monats, spätestens Anfang September. Das ist ein Prozess, auf den wir und auch ihr nicht so einen riesen Einfluss habt. Oder Einfluss haben wir schon, aber er ist nicht ganz in unserer Kontrolle. Das ist nämlich ein Prozess, wo wir tatsächlich eine Produktgenehmigung von der Aufsicht, von der BaFin abwarten müssen. Der Prozess ist angestoßen. Wir warten jetzt auf Rückmeldung und sobald das erfolgt ist, können Sie es investieren. Dann werden Sie wahrscheinlich schrittweise diese 5 Themen zusätzlich als investierbar auf Wikifolio sehen. Aber also, kommen in Kürze und ich werde dann auch gleich bei den Kollegen dann nochmal anfragen. Schauen wir, dass wir es mit dem nächsten Emissionsprozess durchbringen. Ja, vielleicht zum Thema eHealth. Ich glaube, auch ein ganz großes Thema. Wie seid ihr auf das gekommen? Stefan Klaus. Ja, wir haben uns eigentlich immer wieder die Frage gestellt, in welchen Bereichen findet denn eigentlich die Digitalisierung richtig neuen Schwung? Und das sind eben oft Bereiche, so wie vorhin bei den Weight Watchers, wo man auf den ersten Blick gar nicht so dran denkt. Also bei eHealth war es tatsächlich so, ich war vor 3 Jahren mal länger im Krankenhaus, habe mich überlegt, das ist ja ein Wahnsinn, wie mittelalterlich das teilweise noch ist. Und als ich dann mal über einen Zeitungsartikel gestolpert bin, wo Unternehmen vorgestellt wurden, die in dem Fall in den USA da schon einiges vorantreiben mit Datenmanagement und all diesen Dingen, habe ich gesagt, hey, da habe ich einen eigenen Leib erlebt, dass da richtig Effizienzen zu heben sind, wenn man das nicht mehr alles irgendwie bloß auf Papier schreibt und abheftet. Und ja, also da haben wir wirklich wie wir da mal angefangen haben zu bohren, eine Goldader von Unternehmen gefunden, irre spannendes Thema. Vielleicht etwas fällt mir auch ein, weil ich das jetzt gerade sehe, das sollte ich auch auf jeden Fall erwähnen. Wie findet man denn eure Wikifolios bei uns auf der Seite? Also Sie sehen es jetzt auch links oben eingeblendet, das Suchfeld, wenn Sie dort natürlich einfach Wertstein eingeben oder den Namen des Wikifolios, dann finden Sie eben sehr leicht alle
Wikifolios, die es von der Wertstein schon gibt. Genau, und wie macht man das dann investierbar? Sie finden dann bei den einzelnen Wikifolios diejenigen, die schon freigegeben sind, die ISIN oder was man früher sagte in Deutschland, die WKN. Und wie Nikolaus Nikolczyk das gerade vorhin schon erwähnt hat, das können Sie dann einfach über Ihren Online-Broker handeln, in Ihr Depot legen und wie gesagt, der andere Weg ist, Sie machen das über die Wertstein-Vermögensberatung. Gut, so, ich würde dann noch langsam zum Schluss kommen. Stellen Sie gerne noch Ihre Fragen. Wir machen fast eine Punktlandung, 18:59 sehe ich hier gerade, aber wir geben auch gerne noch 3, 4, 5 Minuten obendrauf, wenn Sie noch Fragen haben. Ansonsten würde ich Ihnen aber gerne nochmal unseren Newsletter, den Wertsteinbrief, ans Herz legen. Melden Sie sich auf unserer Website gerne dafür an. Wir halten dann einen monatlichen Wertsteinindex, in dem Experten, die wir befragen, einmal im Monat eine Meinung abgeben, wie sie die Märkte in den nächsten 3 Monaten sehen und eine Punktzahl zwischen 1 bis 10 dort vergeben. Und das haben wir seit 1,5 Jahren jetzt hier gemacht und da sehen Sie über diese Entwicklung dann relativ spannend, was man eigentlich von den Aktienmärkten allgemein erwarten muss. Wir sind da durchaus negativ oder sagen wir vorsichtig eingestellt, wobei Sie die dort auch unterschiedliche Meinungen der verschiedenen Experten in diesem Video erleben können. Aber die Wertsteinzeitgeist sind eben aus unserer Sicht genau Mittel, mit denen man solche breiteren Marktturbulenzen sehr wirkungsvoll begegnen kann. Wenn Sie auf dem Wertsteinbrief, unserem Newsletter, angemeldet sind, dann bekommen Sie auch Einladungen zu einer Webinarserie, die geführt wird von Giles Keating, unserem Chief Investment Officer, dem Vorsitzenden unseres Anlageausschusses, und dann ihn dort auch live erleben können, wie er Ihnen seine Sicht auf die Märkte erläutert. Der nächste Termin dafür ist der 11. September. Und wenn Sie Fragen haben zu Ihrer Anlage oder eben auch zur Vermögensverwaltung von Wertstein, Sie können auf unserer Webseite auch ein persönliches Strategiegespräch mit uns vereinbaren. Dann nehmen wir uns 45 Minuten Zeit und besprechen einmal Ihre individuelle Situation ganz genau mit Ihnen. Das bringt mich in unseren Folien zum Ende. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wir warten gerne noch auf die eine oder andere Frage von Ihnen. Und ansonsten würde ich mich aber bei Ihnen verabschieden. Vielleicht noch ein Schlusswort von Nikolaus Nikolczyk und dann von Stefan Klotz, bevor wir dann zum Ende kommen. Ebenfalls großes Dankeschön für die Aufmerksamkeit heute und natürlich an euch für den spannenden Vortrag. Ja, natürlich, wenn es jetzt nachgelagert noch Fragen gibt, dann gerne auch an service@wikifolio.com melden. Ja, und ich fand es hochinteressant heute und wie gesagt, wünsche noch einen schönen guten Abend in die Runde. Stefan Klotz. Ja, also wir freuen uns eben einfach, dass wir mit Wikifolio jetzt eben unser Wertsteinangebot so richtig rund machen können. Denn wir haben jetzt wirklich eigentlich für jeden Typ Anleger ein Angebot. Für den, der gar nichts mit der Geldanlage zu tun haben will, haben wir den Autopiloten. Für den, der sagt, ich würde mich gerne mehr einbringen, aber ich habe wenig Zeit, der kann eben unser Vermögensverwaltungsangebot nutzen, aber die Zeitgeist selber auswählen. Und der noch so richtig aktiv auswählen und traden will, der ist eben jetzt mit Wikifolio bestens aufgehoben und kann dann eben rein und raus in die Zeitgeist. Und es ist total angenehm mit euch, Nikolaus. Also freuen uns auf die weitere Kooperation. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie fanden es spannend. Es hat Ihnen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dabeisein und einen wunderschönen Abend. Wiederschauen. Wiederschauen.